So, so viele Leute haben unter meinem vorletzten Video kommentiert, dass sie sehen wollen, wie ich Sport mache. Und heute ist Sonntag. Ich habe euch gesagt, was Sonntag passiert. Heute ist der erste Tag, an dem ich mit Chan trainieren werde. Er wird mich so ein bisschen, glaube ich, testen, was ich so drauf habe. Und ich bin so sau aufgeregt, weil wenn es so um Sport geht, bin ich einfach ehrgeizig als Fuck. Und wenn ich da jetzt versage, dann werde ich mich für den Rest des Tages hassen. Nein, so schlimm jetzt auch wieder nicht. Aber so ein bisschen. Okay, wir sind jetzt hier auf der anderen Seite vom Rhein. Das ist der, läuft weg. Das ist jetzt. Ey, ich bin der Neue. wir sind gerade über diese Brücke gelaufen. Ich bin so schlecht in Ausdauer, aber ich habe das voll durchgehalten. Wir haben dann fast komplett rübergerannt und das. Also gelaufen. Eigentlich ziemlich langsam, ne? Das war ziemlich gut eigentlich. Also du darfst Dankeschön. nicht selbstkritisch sein. Es war in Ordnung. Ich fühle mich, als würde ich gleich mich übergeben müssen. Aber wir müssen weitermachen. Jetzt kommt Fitness-Test dran. Oh Gott. Fitness-Test! Die erste Übung! Und bauchfest, während du nach unten kommst. Jetzt sind wir komplett fertig. Fuck my life. Is it ready? Los geht's. Noch weiter, komm. Noch weiter. Bis du hier vorne bist. High five. Und zurück. Los geht's. Eine Sekunde. Weiter, weiter, komm. Das ist ja keine Challenge, wenn du hier eine Pause machst. Das ist so eine Challenge. Das ist Training, mein Lieber. Bergauf. Ja. 3, 2, 1 und los geht's. Ja. Sehr gut. Solange sie springen, sage ich euch, Leute. Hopp, 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 hopp. Wir machen eine Pause, seht ihr das? Sie schummelt, sobald ich weggucke. Eins steht fest, Personal Training ist nie leichter. Das ist noch anstrengender als Fitnessstudio. Aber eins kann ich zu Jodie sagen, und da sage ich dir auch persönlich, Jodie, du machst dich gut. So, jetzt gucken wir mal, was sie genau da macht. So, komm, spring weiter, hopp. Das sind ungefähr noch 5 Meter. Ja, wenn du 3, 5 Meter schaffst, okay. 3, 2, 1 und go. Rücken nicht rund, schön gerade, Bauch fest. High five, du hast es geschafft. So, was denkst du, wie du schaffst? Lass wir uns überraschen. Okay, ich schätze 60. Wow, du hast schon deine ersten 10. Wow! Weiter, komm, kämpfen, kämpfen. Du schaffst noch die 50. Komm, du schaffst das. Komm, kämpf, kämpf, kämpf. Hopp, 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 hopp. Du hast noch 7 vor dir. Gibst du schon mit einer 7 auf? 7 ist so eine hässliche Zahl. Das stimmt. 5. 4. Komm. 4 ist eine gute Zahl. Nein. Nur? Nein, komm. 1 und 0 ist die geilste Zahl. Haben wir es verstanden? Jetzt kannst du selber aufstehen. Komm, komm. 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 Alles tut weh. Erste Trainingsverletzung. Das ist eine riesige Blase unter diesen Socken. Unter diesen echt verdammt süßen Sportsocken. Cutie, hallo. Meine Beine. Also was sie auf jeden Fall erwarten wird, ist verdammt viel Muskelkater. Geil. Love it. Freut sich. Leute, da oben geht's zurück. Da hoch. Ich bin schwer verletzt. Das ist mir egal, dann läufst du einfach barfuß. Das war so der erste Teil von diesem Fitnesstraining. Wir haben jetzt so, was haben wir gemacht? Beine und Hintern und so ein bisschen Bauch. Bauch, ja. Was wir nicht gemacht haben, ist Oberkörper und was noch? Irgendwas Flexibilität oder so? Mobilität. Mobilität. Jetzt findet eine kleine Weltpremiere statt. Und zwar muss ich sowas jetzt trinken. Und zwar so einen Eiweißshake. Hier, wenn ich das trinke, erzählst du, wofür das ist. So. Oh oh. Oh nein, mein Handy! Scheiße, verdammt! It's broken! It's broken! It's broken! War das doch nicht kaputt vorher?
nein. Scheiße, ich kann mir ein neues jetzt kaufen. Es ist alles in vollkommen besser Ordnung. Das war nicht meine Schuld. Nur falls die Leute das jetzt nicht denken. Okay, ich fange an, das hier zu trinken. Schmeckt nach Kuchen. Und? Was sagst du? Schmeckt mega. Schmeckt wie so Vanille. Shake. Vanille, wie heißt das? Ja, Milchshake. Vanille-Milchshake, voll lecker. Protein nach dem Sport ist immer sehr, sehr wichtig. Vor allen Dingen für die Muskeln, für die Regeneration und vor allen Dingen jetzt für sie. Da sind auch bestimmte Enzyme drin und Wirkstoffe, die den Heilungsprozess nochmal beschleunigen. Genau, nicht, dass du halt komplett eine Woche flach liegst und dann Muskelkater oder so hast. Ne? Das ist schlecht. Also Muskelkater ist definitiv der Fall. Was muss man machen bei Muskelkater? Kalt duschen oder warm baden? Das sind ja immer diese zwei Dinge. Das sagen mir immer alle Leute. Entweder du musst kalt duschen oder du gehst warm baden. Das ist das Richtige. Da ist tatsächlich was Wahres dran, aber das macht man tatsächlich so im Hochleistungssport. Ja, also, habe ich auch gerade gemacht. Hallo, hast du mich gesehen? Ich gehe heute Abend vielleicht ganz gemütlich einfach warm baden. Ja, okay. Das hört sich gut an. Und das war es eigentlich auch schon. Was ist, wenn man dieses Zeug trinkt, ohne Sport zu machen? Das darf man nicht, ne? Das ist ein Nahrungsersatzmittel, aber... Das ist ja nicht so gut, weil das für die Ernährung dann wahrscheinlich nicht so clever, genau, wenn man zu viel aufnimmt, als man verbraucht. Ja. Das sollte man verhindern. Kinder, macht nicht sowas. Fangt auch nicht irgendwie an, Kalorien zu zählen, wenn ihr keine Ahnung davon habt. Lasst euch davon beraten. Danke. Hey, das ist gut. Nicht wahr? Weil ich würde das auch niemals so. Ich hätte niemals in meinem Leben so einen Shake getrunken, wenn ich nicht wüsste, dass jemand dabei ist, der Ahnung davon hat und der mir sagt, was ich wann machen muss. Nicht machen alleine. Das ist so vorbildlich. Ich wünsche mir wirklich, dass jeder das hier zu Herzen nimmt, weil das ist echt sehr, sehr Gold wert, glaub mir. Ja. Aber da sind keine Kohlenhydrate drin und das sind auch keine, also das fast gar keine Kalorien, das ist nur Protein. Okay, Protein hat ja auch Kalorien, aber nicht so viel jetzt und da ist kein Zucker drin. Ich darf nämlich jetzt auch keine Süßigkeiten mehr essen. Ja. Also dieses Eis, das ich letztes Mal gegessen habe, als ich von dir erzählt habe, das war dann wahrscheinlich mein letztes Eis für eine längere Zeit. Ja. Aber es ist auch kalt, ich brauche kein Eis. Leute, bitte, ihr dürft mich nicht hassen, weil sie wird jetzt im Zuckerentzug sein. Ich habe ihr vorgeschlagen, dass wir das langsam machen. Sie ist extrem motiviert, ich finde das mega geil. Sie hat gesagt, Jan, mach so langsam, wir machen einen kalten Entzug. Und ich so, okay. Ich freue mich, das war ein sehr cooler Tag. Geil. Jetzt gehe ich nach Hause.